Ja, hallo allerseits und willkommen zurück zu The Witcher 3 und mal schauen, was Triss eigentlich so weiß über diese Statue, die ich da vor kurzem gefunden habe, ne? Wo geht's denn hier rein? Ja, schön für dich. Stirbst du wegen dem Typen hier? Au. Du wirst es nie lernen. Oh. Warum so kopflos? Ja, wen willst du sprechen? Du bist nicht Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Sind das die Eltern oder was? Okay, nach oben. Triss? Nicht hier? Dann halt weiter nach oben. Geralt, ich habe ein Problem. Können wir reden? Ich habe ein Problem. Sind das nicht für Spiegel? Ja, Geralt? Gerade hast du gesagt, du hast ein Problem. Jetzt fragst du mich, was denn ist. Beziehungsweise, ja, doch, ne? Ja. Also, hä? Schau mal, was ich hier habe. Artefaktenkompression. Hä? In diese Figur ist jemand eingeschlossen. Ah. Willst du sie dekomprimieren? Natürlich. Wer den Zauber gewirkt hat, hat den armen Tropf sicher vergessen. Lebt er überhaupt noch? Ich glaube, es ist ein Soldat. Das werden wir bald wissen. Komm mit. Ich kenne einen Platz, an dem die Wände keine Ohren haben. Es ist alles bereit. Gehen wir an die Arbeit. Versuchen wir, die hier zu dekomprimieren. Kann ich helfen? Ja, sei still und versuch mich nicht zu stören. Ja, das kann ich ganz gut. Was? Uere Sinde, wen ich hier hinne. Esse Punt. Wer bist du? Woran erinnerst du dich als letztes? An einen Berg. Eine Schlacht. Ich habe eine Einheit befehligt. Da war eine Zauberin mit Haar wie Feuer. Sie hat einen Zauber gewirkt. Triss? Die rechte Flanke sollte die Schildträger angreifen. Die rechte Flanke hat aber nicht angegriffen. Und die Zauberin war Lita Nate, auch als Koralle bekannt. Ich war auch da. Das ist vor langer Zeit passiert. Schießere. Du bist erschöpft. Das ist normal nach Kompressionen. Ruh dich aus. Ja. Das sollte ich. Wenn du dich erholt hast, geh zu Botschafter Va'atre. Der hilft dir bestimmt. Viel Glück. Das war interessant. Und anstrengend. Puh. Jetzt ins Bett fallen und schlafen bis ich aufwache. Geralt, warum ziehst du dein Schwert? Das war jetzt die Quest? Das war jetzt aber irgendwie... Das war jetzt aber ziemlich flach. Ups, da wollte ich mitnehmen. Das war jetzt aber sehr flach. Das hat sich ja gar nicht gelohnt, die Quest zu machen. Ist hier noch was Nettes irgendwie drin? Aber weißt du was? Ich mach die Hauptquest weiter. Wobei, warte mal. Hexer-Aufträge... Nee, Quatsch, nicht Hexeraufträge. Schatzsuche.
Finde alle Schemas für alle. Nee, weil finde Schemas für alle Ausrüstung und Elemente der Wolfsschule. Durchsuche die Ruinen des Signalturms bei Kaer Morhen. Fliege, hau ab. Greifenschulausrüstung. So, durchsuche das Grab des Hexers Georg. Das sind wohl. Welches Bild dann überhaupt dann ganz gut? Ach, hier gibt's auch noch Verbesserungen dafür. Hoffentlich ist diese Wolfsschule etwas Brauchbares. Wie komme ich jetzt überhaupt nach Kaer Morhen? Wie komme ich jetzt überhaupt nach Kaer Morhen? Kann ich per Wegweiser dahin? Ich hoffe doch sehr. Hallo? Weiter raus? Gibt's hier Wegweiser? Wegweiser? Wie verdammt nochmal komme ich nach Kaer Morhen? Das ist ja, toll. Aber nach der Karte soll ich zu dem Wegweiser hin, ne? Ich gehe einfach mal zu dem Wegweiser hin. Werde ich ja sehen, was dann passiert. Falls ich mich nicht verlaufe. Aber wie soll ich... Ich soll ja jetzt den Wegweiser, aber da ist doch gar keiner bei Kaer Morhen. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so genau. Ach, schon wieder eine Predigt wahrscheinlich, ne? Ja. Warum liegen die alle rum? Vor allem, warum funkelt das Ding so? Oder, naja, nicht funkeln, aber... Ne? Diese komischen Leuchtdinger da... Da drüber. Da vorne liegt schon wieder so eine Predigt, ne? Oder? Was bringen mir die? Ja, Das bringt jetzt wahrscheinlich nichts, ne? Da komme ich jetzt einfach nicht hin. Ich glaube, da kann ich wohl erst zu einem viel späteren Zeitpunkt wieder zurück, kann das sein? Weil ich weiß nicht, wie ich hier sonst... Oh, warum ist denn das hier so schwarz? Weil ich weiß nicht, wie ich jetzt hier hinkommen soll. Naja, super. Dann eine andere Quest. Nein, nicht Inventar. Wo geht's die Greifenrüssi? Gibt's die auch in Kaer Morhen? Oder ist die ganz woanders? Ah, ist in Novigrad. Das ist schon mal in Novigrad. Fragt sich jetzt nur wo, ne? Wo ist das Grab? Ah, oh. Da, cool. Und Niederwehr ist in der Nähe. Ja, dann mach ich mal die Quest. Doch, dass ich die Karte wegmache, nur um danach kurz darauf wieder die Karte zu haben. Wo ist Niederwehr? Wo ist Niederwehr? Hallo? Nee, weiter unten war das. Hoffentlich lohnt sich das. Nicht, dass ich jetzt gleich quer durch die Pampa latschen muss, um irgendwie alle 6 dieser Schemas zu finden. Was ist denn hier los? Oh. Warum sind diese Mittagserscheinungen hier? Nein, doch. Naja, überall. Die sind gleich platt. Als würden die eine Herausforderung darstellen. Na komm. Lass das. Muss doch nicht immer in den Rücken reinstechen. Au, au, au. Ja, super. Du, die Erscheinung jetzt einfach. Warum hast du den ganzen Holzstapel hier runtergeworfen, hä? Jetzt kann das Holz ja durch die Gegend rennen. Ja, ein durch die Gegend rennendes Holz. Waren die hier schon so tot? Warum ist denn hier ein... Da kann ich aber nichts mehr... Doch, da kann ich noch. Kostenloser Hund, was? Allerlei Flechtwerk, zentrische Wandteppich, Karren zu verkaufen. Ich nehme mir einfach alles mit. Und das hat mir nichts Neues gebracht. War das hier mal lebendig? Also... Oder anders gesagt,
Lebten die Leute hier vorher noch? Quasi, habe ich irgendwas gemacht, dass die jetzt hier tot sind? Oder? Warum hast du dir denn da so eine komischen Lappen über dem Kopf gezogen? Was ist denn hier passiert, dass die da so auseinandergepflückt worden sind? Hallo? Da konnte ich doch gerade was mitnehmen. Dann halt nicht. Einfach alles schön mitnehmen hier, was so in der Gegend rumliegt. Na, da komme ich jetzt nicht ran. Das sieht ja so ein bisschen so aus, als wäre das nicht vor allzu langer Zeit passiert hier. Dieses Massaker. Ob es was mit der Ziege hier zu tun hat? Ah, da war noch was. Oh, Meteoritenbarren. Damit kann man bestimmt relativ gute Waffen bauen, oder? Hoffe ich zumindest mal. Na, ich gucke noch in das Haus rein und danach gehe ich aber wirklich mal zu diesem Ort, wo ich wohl irgendwie die Schemas finde. Na, da war noch was. Geisterstaub. Geisterstaub? Warum ist ein Geisterstaub da anliegen? Die hat ja auch so einen Lappen auf dem Gesicht. Komisch. Wie weit muss ich jetzt eigentlich laufen? Ich muss, das wird mir jetzt gerade gar nicht angezeigt. Das ist ja eigenartig. Kann ich hier irgendwie hochklettern? Ja, ich mache hier einen auf Bergziege. Das hat jetzt irgendwie besser funktioniert, als ich dachte. Oh, das ist ein... Das ist so ein Stein. Das ist ja geil. Magie. Ein Ort der Macht. Yay. Ah, verdammt. Falsche Taste. Cool. Cool, cool. Was war das denn? Eine Jägerhose. Na, die kannst du anbehalten. Mal fix diesen Punkt hier verteilen. Den packe ich jetzt übrigens mal genau wie den anderen Punkt ebenfalls hier in Axi rein. Mal gucken, was da so ist, wenn ich da... Nein! Wenn ich da so ein paar Sachen mit Axi in dem Dialogen halt beeinflusse. Vielleicht kann ich dann so den einen oder anderen Typen halt mal schön beeinflussen, statt ihn einfach zu killen. Na, hallo? Renn doch! Geralt? Okay. Surf mal schön den Berg runter. Was ist das denn unten? Ja, das sind diese komischen Viecher, die so... Alter, was sind denn das für Riesendinger? Auf jeden Fall ist hier die Höhle. Ah, okay. Die sind unter meinem Level, das ist ja ganz gut. Da ist was Großes, das hat ein höheres Level und ich bin vergiftet. Gar nicht gut. Schnauze. So. Chitinpanzer, okay. Indriagen-Rüstungsplatte. Wo ist... Ich weiß nicht wieso, aber die kommen mir gerade vor wie so eine Mischung aus Spinne... Pilz und Pflanze. Na, komm, dich mache ich auch noch schnell platt. Da bist du hässlich. Ja, schöner Wetter ja halt nicht, ne? Lass deinen Schwanz weg. Was? Ah. So. Diese komische grüne Wolke, die ja von sich geben, würde mir eigentlich irgendwie vermuten lassen, dass die nach dem Tod halt eine Giftwolke von sich geben. Aber das ist wohl anscheinend nicht so. Ach, jetzt habe ich einen Wegweiser hier. Na toll. Hallo? Oh, Erscheinung.
Taucht doch nicht von meiner Nase auf. Ach, brauche ich noch nicht einmal machen, das ist ja gut. Ach so, Loot, genau. Immer schön mitnehmen, den ganzen Krempel. Man weiß ja nie, für was man es braucht, ne? Ja, Erscheinung, du hättest lieber nicht erscheinen sollen. Na, hallo? Wo bist denn du jetzt? Ach, da. So. Waren hier ein paar Kisten? Ja, doch, da. Hm, oh, nett. Jetzt habe ich nicht gesehen, was das erste war. Verdammt. Diamantenstaub. Meine Fresse, hier gibt es ja verdammt viel Zeugs. Ist aber auch recht dunkel hier irgendwie. Ah, verdammt. Nee, das wollte ich nicht mitnehmen. Das war irgend so ein rostiges Schwert. Naja, das brauche ich nicht. Oh, ich sehe gerade, ich bin schon wieder voll. Und ich sehe gerade, ich hätte mal was verkaufen sollen. Dreck. Komm, schmeiß ich das raus. Oh, cool. Zwei Schemas. Ja, das ist auch ganz nett, dass die Fackel da anmacht. Fackel? Kohlebecken, Kohlepfanne, was auch immer. Etwas Beleuchtung hier. Dieser komische Stein, der da... Hier, diese komische Platte, die sieht doch irgendwie aus, als würde man da irgendwas mit machen können. Ob es hier ein Rätsel gibt? Dann werde ich wahrscheinlich früher oder nur später halt sehen. Ja. Ach, Menno. Verschwinde doch nicht, wenn ich dich umnieten will. Blöde Äste. Hm? Achso, hier geht's gar nicht weiter. Achso. Wieder schön die Wand weghusten, ne? Upsi, da ist was Explosives. Ja, sterb mal schön darin. Probier so. Oh. Na komm schon. Ach, dieses. Oh, verdammt, irgendwas funktioniert jetzt gerade nicht hier richtig gut. Ich bin vergiftet. So, warum war das Gas jetzt noch weiter ausgebreitet? Du bist schon mal erledigt. Ich sehe hier nichts, ich sehe hier gar nichts. Nein, Na, geht doch. Ich verliere doch jetzt nicht gegen Level 7er, ey. Wie lahmarschig wird das denn? Oh. Ich hab fast nur die looten können von der Leiche. Ja, das ist ja ganz nice. Eben jetzt erstmal aber fix meditieren. Sonst verrecke ich hier noch. Ach, was die verdammt schon wieder dämliche Gas hier. Ach, noch mehr Gas, ja. Ja, dann latsch doch nicht rein. Warum ist hier so viel Gas? Warum kommt das eigentlich immer wieder? Ist da oben auch noch Gas? Mal anmachen. Hallo, springen! Hallo? Oder, nee, warte mal. Genau. Dann halt wieder weghusten. Ich sehe nur Dreck! Was bist denn du? Oh. Ein Vampir? Was sucht denn hier ein Vampir? Kiemen. Eigenartiger Name. Aber sehr viele Reagenzien. Hm. Wo ist denn hier das Schema? Bestimmt hier finde ich ja eins, aber wo genau? Ah, da. Tagebuch des Hexers Georg.
Und da ist auch... Nee, warte mal, das sind aber nicht alle. Das sind nur 4. Das sind nur 4. Die restlichen sind wohl anscheinend woanders. Da muss ich wohl ins Tagebuch reingucken, schätze ich mal. Dann guck ich da mal fix rein. Wo ist denn das? Ist das das? Ja. Hui. Nicht gerade wenig. Na gut. Als ich das Gerücht über einen Drachen vernahm, eilte ich sofort nach Velen. Leider wurde ich von dem Präfekten von Gors Velen... Wen? Gors Velen von meiner Jagd weggeholt. Sie wollten meine Expertenmeinung in einem rätselhaften Fall hören, bei dem eine Reihe von Schiffbrüchen möglicherweise auf das Tun von Nachterscheinungen zurückführen war. Offenbar schien eine Drache, der das Land verwüstete, nicht so wichtig wie blockierte Handelsrouten. Glücklicherweise konnte ich das Rätsel um den einsamen Leuchtturm schnell lösen und mich erneut an die Fersen des Drachen heften. Ich habe erfahren, dass die Bauern aus den zerstörten Dörfern in den Elfenkatakomben unter dem Sturmsee Zuflucht gesucht haben. Klug, doch wahnsinnig klug genug, Feuerholz mitzubringen und haben die Manuskripte der Elfen verbrannt, um sich zu wärmen. Mir blutet das Herz bei den Gedanken daran, was für ein Wissen über das Erlenvolk in diesen Flammen aufgegangen ist. Zumindest haben einige Manuskripte überlebt, darunter auch einige sehr interessante Zeichnungen von Rüstungen. Doch genug davon. Augenzeugen haben berichtet, helle Schuppen, Hüfthöhe, 2 Klafter, Länge 5 Klafter. Adendum, geschätztes Gewicht rund 14 Quintal. Was ist das denn? Ist in der Lage, länger als eine Viertelstunde eine hohe Temperatur in seinen Drachenlungen zu halten. Fazit, wir haben es mit einem grünen Drachen zu tun. Das ist jetzt inwiefern schlimm? Beginnen mit der Jagd. Achso, ja. Aber das war jetzt nicht unbedingt irgendwie hilfreich. Wo ist denn der Rest? Ah, okay, ich sehe schon hier. Da sind 2 weitere Punkte auf der Map markiert. Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Keira mir gegeben hat? Ja, das hast du hoffentlich nicht versterbelt, ne? Ha, Sonnenlicht! So hell! Ich gehe wieder rein. Wo bin ich denn hier gelandet? Was ist das denn hier für ein Ding? Irgend so ein Rind. Warum hat jemand hier einen Rind vergessen? So, aber warum bin ich auf dem Berg? Aber netter Ausblick. Na gut, wo geht's denn jetzt als nächstes hin für die anderen beiden Schemas? Erstmal raus hier. Okay, das bleibt offenbar in Novigrad. Gut. Warte mal, ich bin nicht in Novigrad, ich bin in Velen. Oder? Ich bin in Velen? Wie kommt's, dass ich in Velen bin? Nee, ich bin gar nicht in Velen. Ich bin verwirrt. Okay, das nächste ist hier oben. Ach, okay. Bei den... Ach, in der Nähe von diesem Grenzposten. Okay. Das nächste ist da hinten. Futterplatz der Harpien? Ich gehe mal dahin. Ach, verdammt, ich muss ja hier, genau, stimmt ja. Wegweiser. Wo ist hier ein Wegweiser? Ich habe jetzt auch gar nicht auf die Map geguckt, wo überhaupt ein Wegweiser ist. Hätte ich mal vorher machen sollen. Hinter mir und vor mir. Ich gehe nach vorne. Warum rollst du den Berg runter? Geralt, machst du hier einen auf Parkour oder was? Ist das da vorne Niederwirr? Nein. Ich habe aber irgendwas da rumkreuchen sehen. Nebling? Wozu denn hier Nebling? Von ihm scheint er irgendwie geistig verwirrt zu sein. Läuft die ganze Zeit im Kreis. Ich wollte eigentlich nicht hier irgendwelche Monster platt machen. Ich wollte eigentlich... Wo bin ich hier eigentlich gerade? Ich bin wieder einmal komplett an der falschen Gegend. Wie kommt es, dass ich mich eigentlich hier so dermaßen verlaufen tue? Und warum bin ich so extrem blutverschmiert gerade?
Gut, wir sind weg. Ja, Wegweiser, da ist er. Auf zum Futternest Dingsbums von Harpien. Hm? Ja, Futterplatz der Harpien. Gibt ja drei, dort drei unbekannte Orte und ein Schema. Toll, dass jetzt schon Harpien kommen. Wie kriege ich jetzt? Achso, ja, genau. Komm runter da! So, du bist schon mal weg. Wer will's? Oh, hier sind aber viele. Nettes Begrüßungsgeschenk. Ein paar Schemas, eine Kiste voll mit irgendwelchen Reagenzien. Jo, nice. Nein, ich muss dahin. Nein, ich glaube nicht, ich muss dahin. Ich mich hier am Verlaufen bin, das ist ja nicht mehr gesund, ey. Ach wie, jetzt haben... Ach, okay. Ich sehe gerade, meine Armbrust hat jetzt, eine Zahl stehen? Wo, hä? Ach, ich kann hier auch... Ah, nein, nein, falsche Taste. Ach so, da wo eine Zahl steht... Ach, okay. Hm, verbrauchbare Munition. Na toll. Was ist das denn da für ein dickes Ding da oben? Das ist ein Drache, oder? Yay, ich hab einen Drachen. Toll. Kann ich hier schön einen dicken Drachen platt machen? Hi, Tagchen, wie geht's denn so? Oh, das ist ein Vivon. Das ist ein Vivon. Feuer bringt ihm scheint nicht so sehr viel bei dem. Komm, kannst du benommen werden? Okay, du bist betäubt, aber bleibst trotzdem in der Luft. Du bist am Schummeln, weißt du das? Ne, bleib hier, blödes Vieh. So kann man es auch machen. Oh, wie komme ich jetzt darüber? Hallo? Ich muss hier rein? Nee, das funktioniert schon mal nicht. Ja, das war irgendwie klar, dass es nicht funktioniert. Komme ich hier rein? Ah, ich kann da hinten irgendwas anzünden, aber ja, fragt sich halt nur wie. Einfach mal ausprobieren, vielleicht. Ne, bewegt sich nicht. Warte mal, ist das da unten so ein Sch. Ja, das ist Ort der Macht, ne? Wie komme ich hier runter? Ohne mir dabei sämtliche Knochen zu brechen. Ah, da ist der Drache. An was ist der Drache verreckt? Der Drache ist aber tot, oder? Ja, aber ich kann kein Blut sammeln, das ist schade. An was ist der Drache hier verreckt? Kann das Ding nicht schwimmen? Wahrscheinlich ist der Boden hier... Wie tief ist das hier? Oder der Drache ist am Leben, aber der kommt nie aus dem Wasser raus. Weil ich höre so ein komisches Platschgeräusch. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, das mache ich auch direkt mal, ne? Warte mal. Nee, das ging wohl daneben. Scheint tot zu sein, aber irgendwie komisch. Irgendwie sehr komisch. Wie komme ich jetzt hier rein? Hallo? Ich möchte hier rein. Ich hab hier, ja. Wie komme ich hier? Geralt. Ich
Ich habe hier Werbung, ich möchte hier rein. Hallo. Wie komme ich noch rein? Ja, schön wegrutschen hier. Geht's hier irgendwo hoch? Das wäre ja irgendwie unsinnig, weil sonst würde man ja nicht so ein komisches Gebäude hier auf so einen Felsen draufpacken, ne? Aber... Ah, okay, da ist theoretisch ein Weg. Wenn ich denn hier hoch könnte. Ach, verdammt. Oder das ist gar kein Weg. Das kann auch nur sein. Das kann auch sein. Na, komm, hier. Geralt, geh nach oben. Ach, verdammt. Oder hier? Jetzt... Oh, Geralt, du bist so manchmal... Nee, also okay, ich kann, glaube ich, da auch nicht hoch. Wie komme ich denn da hoch, verdammt? Oder nee, ich gehe mal wieder zurück. Also wenn du jetzt einen Körper gemacht hast bei seichtem Wasser, dann Ort der Macht. Brauchst dich nicht wundern, wenn du Kopfschmerzen hast, Geralt, ne? Aber wie komme ich jetzt da bitte hin? Ich meine, hier ist ja gar kein Weg. Und wenn ich jetzt nach so unten... Da unten ist gar kein Weg. Wie komme ich denn hier rein, verdammt? Was machst du da, Geralt? Kannst dir glücklich schätzen, dass du jetzt noch überlebt hast, das. Geht das hier kaputt? Nein, schade. So, wie komme ich da rein? Ich verstehe das nicht. Oder gibt es hier irgendwelche Items wie keine Ahnung, Enterhaken oder sowas? Okay. Ja, jetzt bin ich drin. So viel dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber das ist schön. Ich bin drin. Ich bin drin. Yay. Bin ich jetzt drin? So, wo ist das Ding hier? Wo ist der Schatz? Axtkämpferhose? Ah, kannst du behalten. Haudegenstiefel, verbessertes Vampirblut. Öl. Ah, nein, nein, nein. Den Sattel kannst du eigentlich behalten, aber jetzt habe ich den, glaube ich, mitgenommen, oder? Ja, Geralt, ist schön, dass du mal ein bisschen hier für Licht sorgst, aber das brauche ich jetzt gerade nicht. Nicht unbedingt. Hier wird's dunkel. Verdammt, ich bin überlastet. Nicht schon wieder. Was war das denn für ein Geräusch? Schon wieder wird wegwerfen. Hier, das hier raus. Das wollte ich gar nicht mitnehmen. Ich gehe lieber erstmal nach oben. Weil nach oben ist der Weg begrenzt. Nach unten hingegen nicht. Aber ich kann ja gar nicht weiter... Doch, nee, draußen. Draußen kann ich weiter nach oben. Ah, nein! Wollte ich auch nicht mitnehmen. Da ist eine... Was ist das denn? Doprimirs Tagebuch? Wer ist das denn jetzt? Verbesserter Sattel? Eisbärenfell... Ich gucke mir den Sattel mal an. Ups. Mal an. Vielleicht ist das Ding ja besser. Das Ding ist ja gar nicht besser, oder? Nee, warte mal. Hier, vergleichen. Ach, pff, nee, überhaupt nicht. Voll der Dreck. Ist hier oben irgendwas? Ah, ein Typ. Überlegener Sattel. Sieht nach Regen aus. Blitzmerker. Guck ich mir mal diesen Sattel an. Naja, der ist auch nicht besser.
Hat sich nicht wirklich gelohnt, hier jetzt hier raufzukommen. Na komm, einfach runterspringen. Ach, dann halt nicht. Hier geht's hoch? Ich kann nicht gesehen. Ah, da ist wieder was. Ah, Greifensilberschwert. Nett. Lies die Notizen des Handwerkers. Ja, mach ich gleich mal. Das gucke ich mir auch gleich mal an. Kannst wieder ausmachen. Besser Terrainsattel will ich nicht. Nee, will ich auch nicht haben. Ist das hier schon fertig, oder? Ja, offenbar schon, aber da geht's doch noch weiter runter. Warte mal, hier war doch... Genau, da hinten ist noch ein Geheimnis. Ich gehe einfach mal zu einem anderen Ort hin. Inventar. Wie gut ist... Oh, das ist ja ganz... Das ist ein Stahlschwert. Ja, komm. Nimm ich mit. Wo sind die Notizen? Das sind die... Nein. Da. Hui. Ein Auftrag, wie ich ihn schon seit Jahren nicht mehr hatte. Mich hat der Hexer aufgesucht, der von Baronett gerufen worden war, um sich der bösen Kräfte im Leuchtturm anzunehmen, die Schiffe an den Felsen zerschellen lassen. Er stand in der Tür meiner Schmiede, sah so edel aus wie ein Prinz oder Graf und sagte mir, dass sein Silberschwert während des letzten Auftrags beschädigt worden war. Die Klinge war stark angeschlagen, an zwei Stellen fast gebrochen. Ich fragte ihn, woher ich denn... wissen solle, wie eine solche Klinge zu reparieren wäre. Da gab er mir ein Schema und sagte, ich solle ihm eine gänzlich neue Klinge schmieden. Er versprach mir eine hübsche Summe dafür. Hätte mich bei der Herstellung dieses Dings fast selbst umgebracht. Ja, ich war Lehrling bei Meister Barnaby von Novigrad und ich habe schon ein oder zwei Hexerklingen im Leben geschmiedet. Aber es ist schon über 3 Jahre her, dass ich sowas zuletzt in der Hand hatte. Am Ende war es einerlei, denn noch ehe ich damit fertig wurde, hatte der Hexer... nette Info da unten rechts, hatte der Hexer herausgefunden, was beim Leuchtturm vor sich ging. Und so musste er schnell zur Burg des Baronets eilen, um Rest unleserlich. Okay. Ich weiß schon, wo ich hin muss, ne? Genau, durchsuche die Burg des Herren. Gut. Aber das mache ich erst morgen. Und ich hoffe mal, da habe ich nicht solche Probleme wie hier, ne? Es wäre nicht so toll. Begibt mich schon mal zu diesem, zu dieser Burg hin, die ja da hinten ist. Hier. Ich begebe mich mal dorthin. Zum Steinbruch der Alten und, würde mal sagen, mache ich hier Ende. Ne? Jo. Demzufolge, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.